Hallo, Salvete, hola, liebe Schülerinnen und Schüler. Mein Name ist Marlene und ich bin Absolventin des Matura-Jahrganges 2018 in Burg Hagenberg. Nach einem einjährigen Abstecher in der Pädagogischen Hochschule in Linz melde ich mich nun aus dem Olympiazentrum in Salzburg. Hier studiere ich Mathematik und Sport auf Lehramt. Mein Wissen im Bereich Sport vertiefe ich zusätzlich mit dem Bachelorstudiengang Sport- und Bewegungswissenschaften, ebenfalls hier in Salzburg. Die Basis für den Studiengang Lehramt verdanke ich unter anderem meiner Zeit in Burg Hagenberg, an die ich mich immer gerne zurückerinnere. Die engagierten Lehrer und Lehrerinnen waren für mich ein besonderes Vorbild und gaben mir den Ansporn, dass auch ich als zukünftige Lehrerin so eine gemeinschaftliche Beziehung, wie wir sie in Burg Hagenberg mit all den Lehrern und Lehrerinnen geführt haben, zu Schülerinnen und Schülern aufbaue. Ich bin mir sicher, dass Werte wie Disziplin, Respekt oder Ehrgeiz, die einem unter anderem in Burg Hagenberg vermittelt werden, für meine bzw. für jedermanns Karriere sehr bedeutsam sind und ich bin davon überzeugt, dass all das Erlebte und Erlernte in Burg Hagenberg einen sicheren Grundstock für das spätere Leben bildet. Ja, warum bin ich gerne ins Hagenburg gegangen? Zunächst einmal, wir haben eine sehr gute Klassengemeinschaft gehabt. Wir waren eine bunt durchgemischte Klasse mit verschiedenen Charakteren. Da hat es oft unterschiedliche Meinungen und Standpunkte gegeben. Die sind aber dann einfach besprochen worden und man hat auch zu seiner Meinung stehen dürfen und das ist respektiert worden. Im Hagenburg gibt es auch ein sehr familiäres Schulklima. Und das habe ich immer recht genossen, wo man sich gegenseitig kennt. Die Lehrerinnen und Lehrer sind sehr engagiert und schauen, dass die Schule lebendig ist. Wir haben auch, also in meinem Fall habe ich einen sehr kurzen Schulweg gehabt. Das habe ich sehr genossen, weil man nicht so bald aufstehen hat müssen. Und der Schwerpunkt mit Kommunikation und Sprachen hat mir sehr gefallen, weil ich da einfach so meine Fähigkeiten und Talente einbringen habe können. Im Reden, Schreiben und natürlich auch Aufführen, im Sprachen lernen und miteinander kommunizieren, da auch Hintergründe verstehen lernen und das dann auch zum Beispiel auf Reisen verwirklichen, die Fremdsprache in der Praxis zu verwenden. Und das hat mir so gefallen, dass ich das jetzt auch beruflich machen möchte. Also wenn ich an meine Schulzeit im Hagenburg zurückdenke, dann ist das wirklich sehr positiv. Ich glaube, es gibt keine Schule, wo man sich schnell so wohl fühlt, weil einfach alle Leute, einschließlich den Lehrern, so nett und kompetent sind, dass das Lernen wirklich Spaß macht. Und es einfach ein neue Lerninhalte sind. Wenn ich an mich selber denke, ich habe immer voll viel Spaß damit gehabt, neue Sprachen zu lernen und mir auch in Rhetorik und Kommunikation einfach sprachlich auszutoben und weiter zu vertiefen, was ich eigentlich voll gern tue, nämlich reden. Und ich glaube, wenn es Leute da draußen ähnlich geht, die sagen, sie haben einfach Interesse für Sprachen und ein Interesse dafür zu präsentieren und zu reden, für das ist Hagenburg sicher eine gute Wahl. Wenn ich an mich selber denke, ich profitiere nach wie vor voll davon, dass ich dort hingegangen bin. Erstens bin ich in meiner Schulzeit dort schon voll in dem gefördert worden, was ich gern tue. Ich war bei zwei Redewettbewerben. Und auch jetzt, wenn ich an mein Studium denke, ich studiere Journalismus, die ganzen Kommunikationstheorien, das ist einfach eine super Grundlage für das gewesen, was ich jetzt gern mache. Und ich glaube, wenn da draußen irgendwer ist, der sagt, er hat Interesse daran, sich einfach mit Sprachen, Kommunikation und dem Ganzen zu beschäftigen. Und der vielleicht auch sagt, er will vielleicht irgendwo in Kommunikation weitergehen oder in die Medien, für den ist Hagenburg sicher eine gute Wahl. Also ich kann es auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Ja, liebe Grüße hier von der Karl-Franzens-Universität in Graz. Ich erzähle euch gleich mal eine kurze Anekdote. Ich wollte eigentlich nach meiner 9. Schulzeit die Polytechnische Schule besuchen, mein letztes Pflichtschuljahr machen und dann eine Lehre beginnen und Geld verdienen. Ist aber alles anders gekommen. Meine Mutter hat mich überredet, das letzte Schuljahr noch in den AHS zu absolvieren. Es ist das Burg Hagenberg geworden
und ich bin unglaublich froh, dass ich dort reinkommen bin. Es ist so gelaufen, ich war 4 Jahre dort, ich war Schulsprecher dort, ich habe maturiert dort und ich kann euch zusammenfassend nur sagen, es waren die coolsten Zeiten in meinem Leben, hat extrem viel Spaß gemacht. Ich habe mich extrem persönlich weiterentwickeln können, Sachen fürs Leben mitnehmen, extrem coole Freunde kennengelernt, coolen Freundschaften ich auch unter die Lehrer gefunden. Ich kann es wirklich nur jedem ans Herzen legen, das Burg Hagenberg zu besuchen. Das Besondere am Burg Hagenberg ist nicht nur die Allgemeinbildung, die einem im späteren Berufsleben beinahe jede Tür offen hält, sondern vor allem die Kommunikation. Man kommuniziert auf so viele verschiedene Wege, egal ob jetzt mit Worten, Mimik oder Gestik. Und am Burg Hagenberg lernt man, diese Kommunikationswege einzusetzen. Und man erhält ein gewisses Grundvertrauen in sich selber und ein Selbstbewusstsein durch die ganzen persönlichkeitsbildenden Fächer, was im späteren Leben in beinahe allen Lebensbereichen von Vorteil sein kann. Egal, ob es jetzt ist für den ersten Eindruck, den man hinterlässt, oder für eine Präsentation oder eine Rede, die man vor mehreren Menschen halten muss, oder ob es einfach ist, weil man vor einer Klasse steht als Lehrkraft. Hallo, ich bin die Jenny. Und ich bin die Magda. Wir zwei haben 2019 im Hagenburg maturiert und wollten jetzt einfach kurz unsere Erfahrungen mit euch teilen. Ja, uns persönlich hat das Hagenburg sehr gut gefallen. Man hat einfach einen sehr persönlichen Kontakt zu jedem in der Schule, egal ob es jetzt zu Lehrer ist oder auch zu Schüler, weil das Hagenburg eben sehr klein ist und sehr persönlich. Man fühlt sich wirklich voll gut aufgehoben. Und ja, das Lehrer-Schüler-Verhältnis wird auch in unserem Fall jetzt zum Beispiel nochmal dadurch unterstrichen, dass wir einfach auch jetzt noch Kontakt zu sehr vielen Lehrern haben und sie ja oft bei einer melden und sie ja uns einfach oft schreiben. Genau. Das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Schule wurde außerdem dadurch gestärkt, dass öfters Sportfeste oder Grillfeste veranstaltet wurden und eben auch der alljährliche Schulball im Schloss Hagenberg stattfindet, wo dann immer ja, der Matura-Ball gefeiert wird. Genau. Ja, was jetzt den Zweig besonders macht, ist eben der Schwerpunkt auf die Kommunikation. Man hat neben der Möglichkeit, dass man nur zwei weitere Fremdsprachen zu Englisch dazulernt, eben auch noch Fächer wie zum Beispiel Rhetorik, wo man einerseits eben lernt, dass man sie selber gut präsentiert und andererseits auch Reden verfassen muss, die man dann auch vorträgt, wodurch man eben einfach lernt, wie schreibt man eine Rede, wie trägt man das gut vor. Ja, genau. Und ein weiteres Highlight war auch das Fach Kommunikation, wo man eben Grundwissen über einerseits die Medienlandschaft in Österreich, Werbepsychologie oder auch Konfliktmanagement beigebracht wird. Und das ist natürlich fürs weitere Leben sehr hilfreich und war auch ein großer Entscheidungsträger für mein Studium, das ich jetzt im September angefangen habe, mit dem Schwerpunkt eben auf Marketing und Kommunikation. Ja, wie gesagt, wir beide erinnern uns an unsere Schulzeit wirklich sehr gern zurück und können es echt nur jedem weiterempfehlen. Vor gut 2 Jahren habe ich im Borg für Kommunikation in Hagenberg maturiert. Ich würde mich jedes Mal wieder für diese Schule entscheiden. Zum einen, weil ich wirklich tolle Lehrer hatte, mit denen man gute Gespräche führen konnte. Und es wurde auch immer versucht, auf die Bedürfnisse der Schüler einzugehen. Zum anderen hatte man in dieser Schule ein wirklich sehr familiäres Umfeld. Sprich, jeder hat jeden gekannt und somit war es auch viel persönlicher. Und man hatte das Gefühl, eben etwas im Kollektiv auszuarbeiten. Die Kommunikation und der Austausch waren wirklich zentrale Kernpunkte des Borgs und wurden auch dementsprechend ausgelebt. Genau, und ich hatte eben auch die Möglichkeit, Sprachen zu lernen und eben etwas über die Kommunikation und die Rhetorik in Erfahrung zu bringen. Wie ich finde, wahnsinnig wichtige Kernpunkte und Fähigkeiten für das spätere Leben. Zudem habe ich mit meinen Mitschülern
zahlreiche Projekte, vor allem in Kommunikation und Rhetorik, ausgearbeitet, die immer sehr spannend und aufschlussreich waren, und wurde auch für eine gute Klassengemeinschaft wurde sehr Wert gelegt. Und wir haben auch demzufolge dann auch Kennenlerntage gemacht. Wir waren auf einer Sportwoche in Italien sowie auf einer Sprachreise in Barcelona. Und rückblickend war es wirklich eine wahnsinnig tolle Zeit, in der ich viel lernen durfte, und kann diese Schule nur wärmstens empfehlen. Ja, das Hagenburg, das ist ein wichtiger Abschnitt meines Lebens, würde ich sagen. Und ich habe persönlich ganz, ganz viel davon profitiert. Einerseits hat man natürlich eine gewisse Allgemeinbildung mit den ganzen Fächern, die man grundsätzlich in allen Schulen angeboten kriegt. Aber durch diese Spezialisierung ist es Hagenburg einfach was Einzigartiges. Und man lernt von diversen Sprachen bis hin eben zur Kommunikation über Medien und etc. Für mich persönlich also war das sehr, sehr wichtig. Also ich war dort damals eine Zweigsprecherin, und das hat mir einfach sehr geholfen, weil man lernt einfach, okay, was mache ich, wenn ich vor einem Menschen stehe? Was mache ich, wenn da voll viele Leute mir zuhören? Wie mache ich das? Es ist einerseits, man lernt, und es gibt Leute, die trauen sich das zuerst dazu. Und die lernen das, okay, wie mache ich es richtig? Und es gibt Leute, die mögen das voll, die stehen vorne und sind selbstbewusst. Aber die lernen wiederum, okay, wie mache ich es besser? Insofern profitiert man gerade in der Hinsicht sehr viel vom Hagenburg. Was auch natürlich ganz ein wichtiger Punkt ist, sind die Sprachen. Und ich zum Beispiel derzeit bin gerade im wunderschönen Finnland. Und für mich ist es jetzt super cool, weil ich habe da ganz, ganz viele internationale Menschen kennengelernt, aus Spanien, aus Frankreich, aus Belgien etc. Und da kann ich dann natürlich wieder meine Sprachkenntnisse einsetzen. Und das ist halt dann irrsinnig cool, wenn man dann mit den Leuten eigentlich in derer Sprache, die sie als Muttersprache haben, redet. Und man lernt einfach so ganz viel, und es ist einfach ein unglaubliches Feeling, wenn man dann so ein bisschen international wird sozusagen. Und ja, das Hagenburg ist einfach eine super Grundlage für die Zukunft, wenn man einfach vorne stehen will, wenn man was vorhat, wenn man was bewegen möchte und wenn man einfach ein cooles Leben hat mit viel Erlebnissen. Ein cooles Leben haben möchte mit viel Erlebnissen, wie zum Beispiel ein Auslandssemester in Finnland.